Herzlich willkommen zum ersten Teil unseres American Laser Game Specials, dieses Mal mit Drug Wars, und wir sehen uns gleich wieder nach dem Intro. Hey, Top Guy! Are you looking for me? Vamos, come a little closer. I am Lopez. Lopez, the narcotics king. Take a look around, Top Guy. Nice, huh? I have the mansion, I have the money, I have the drugs, I have the power. So what makes you think a little cockroach like you can find me in my lab, huh? You know, something stinks in South America. It's the stench of drugs. You can smell it right here in Sierra County. You know, I could use a deputy like you to help me sniff around. I have my people in all your big cities. Lopez, the cartel, dirtbag. A dangerous dirtbag. Hey, they got guns, we got guns. And in Chicago, we shoot first, eat lunch later. I have armies of men along your borders. Welcome to the border. Call me Sam. Hope you're good with the guns. Hot down here. And if you think you can find me in South America, cabrón, you better think again. There's just two things the cartel understands. Guns and whips. Lately, I will admit, my adversaries have been making it a little hot for Lopez. They are saying my white powder is killing people. So, everybody dies sooner or later. The cops, they want to play with Lopez. They want to play war. Listen, amigo, you will never find me in my lab. And if you want to play war, you better be ready to shoot off more than your big fat mouth. Because in war, there's only one winner. Only one of us will walk away alive. Crime Patrol 2 Drug Wars ist einer der zahlreichen Full-Motion-Lightgun-Shooter auf Laserdisc von American Laser Games, die in den 90er Jahren zuerst die Spielhallen erobert haben und kurze Zeit später sowohl auf dem PC als auch auf Heimkonsolen mit dem 3DO portiert wurden. In den frühen 2000ern sicherte sich dann die Firma Digital Leisure die Rechte an den Titeln und veröffentlichte sie erneut in besserer Qualität auf DVD, spielbar auf PC und diversen Konsolen. In dieser unregelmäßig erscheinenden Spezialreihe wollen wir uns die MS-DOS-Portierung der American Laser Games Spiele anschauen und dabei werde ich von allen Titeln einen No-Death-Run machen und sowohl ein Let's Play als auch ein unkommentiertes Longplay der Titel hochladen. Die MS-DOS-Version der Spiele kam Mitte der 90er jeweils auf eine CD heraus und da die Geschwindigkeit der Laufwerke und das Fassungsvermögen der Silberlinge damals noch nicht gut genug war, um mit der Videoqualität der Spielhallenversion zu konkurrieren, mussten Heimcomputerspieler enorme Abstriche diesbezüglich in Kauf nehmen. Fast alle FMV-Shooter von American Laser Games wurden auf dem PC portiert. Die beiden Ausnahmen bilden Fast Draw Showdown und Shootout at Old Tucson. Beide Spiele im Western-Szenario übrigens. Eine orange Lightgun von American Laser Games für den PC gab es auch zu erwerben, die allerdings wenig präzise war und sich nie so wirklich durchsetzen konnte. Alle PC-Konvertierungen der American Laser Games FMV-Spiele wurden übrigens in Deutschland indiziert. Und in der ersten Folge unserer Reihe wollen wir uns, wie gesagt, Drug Wars aus dem Jahr 1994 widmen. Kurz gesagt geht es darum, als pistolenschwingender Held dem internationalen Drogenhandel endlich den Garaus zu machen. Und dazu schießen wir uns vom kleinen Wüstenkaff-Sheriff hoch zum weltweit agierenden Sonderkommandomitglied, welches dann letztendlich in Südamerika den alles kontrollierenden Obermods persönlich hochnehmen darf. Was wir hier noch sehen, ist das Menü des Spiels, wo wir einen von drei Schwierigkeitsgraden wählen können und wir können auch jederzeit laden und speichern. Aber jetzt würde ich sagen, legen wir los mit dem eigentlichen Spiel. Welcome to Sierra County. Now drugs are something we just don't abide down these parts. I see you got your six shooter. Pretty sure you pick an assignment. You and me go kick a little butt. Oh yeah, Sheriff Redneck, ein ganz cooler Obermacker im Tal der Gesetzlosen, unser Partner im ersten Abschnitt Sierra County.
Die erste der vier Missionen ist ein Target Practice. Also ein Schießstand zum Üben, aber Vorsicht, auch hier kann man Leben verlieren, wenn man Scheiße baut. Die Polizeiabzeichen an der rechten Seite des Bildschirms sind übrigens die Leben, also drei im Moment. Munition unten rechts muss regelmäßig nachgeladen werden, indem man drüber fährt und die rechte Maustaste drückt. Und wie man hier schon sieht, Zivilisten am besten nicht erschießen, auch dann verliert man nämlich ein Leben. Ansonsten nicht groß weiter schwer. Nun auf zur ersten echten Mission, würde ich sagen, der Bar. They're dealing dope in this bar. What do you say we buy these guys a six-pack? Und der Kollege verspricht uns einen coolen Sixpack, falls es klappt. Dies hier ist übrigens schon die erste Zufallssequenz, das heißt, die Gegnerreihenfolge wird per Zufall ausgewürfelt, damit der Spieler sich diese nicht auswendig merken kann. Das erhöht natürlich ein bisschen die Schwierigkeit. Der Nachteil an der Sache, einige Gegner können mehrmals erscheinen und je höher der eingestellte Schwierigkeitsgrad, umso öfter häufen sich diese Doppelungen, da mehr Gegner auf einen geworfen werden. Und Kontrast zu diesen statischen Szenen sind dann diese Rail-Sequenzen wie die Bar hier, die natürlich für eine echt coole Immersion und Adrenalin sorgen. Und ich erwähne es nochmal wirklich für alle, die mit American Laser im Spiel noch keine Berührung haben. Das sind wirklich alles echte Filmsequenzen mit echten Darstellern, also keine gerenderten Grafiken. So, den Fettsack mit Handy nicht erschießen, auch wenn es verlockend ist. Und schau dir diese freche Sheriffs-Maus an. Guess he had one too many. Actually, he's had just enough. Aber jetzt erstmal ab nach Hause zu billigem Bier und ja, billigem Sex. In Sierra County, fast wheels mean drug deals. I know. I'll chase him. You waste him. Oh ja, Drogen auf Rädern, den werden wir gleich mal einheizen. Also wie schon erwähnt, die Aufgabe in Drug Wars ist, Drogengeschäfte aller Art zu unterbinden. Und umso mehr Dealer und Schmuggler wir killen, umso weiter werden wir befördert und umso schwieriger wird das Spiel auch. Also hier erstmal nur kleine Fische, später zerschlagen wir dann ganze Kartelle. So, die Jungs war von der Straße geputzt. Und hier jetzt gleich geiler Special Effekt Nummer 1. Da wurde Omas alter Wagen verschrottet, der war eh nichts mehr wert. Schön, schön. So, werde das auch geschafft, dann kommen wir zur ersten anspruchsvollen Mission des Spiels, nämlich dem Drogenhaus. Und da erkennt man schon den Nachteil der PC-Version gegenüber dem Automaten, nämlich bei der schlechten Videoqualität sind die meisten Gegner einfach nicht zu erkennen. Und das macht die PC-Version im Endeffekt sogar noch schwerer als die Automaten-Version. Aber auch das natürlich kein Problem für uns Profis. Ab zur nächsten Rail-Sequenz, die ich auch sehr cool finde, muss ich sagen. So, weg mit dir, Gringo. Und nicht nur mit Drogen, sondern auch mit Flittchen wird hier gedealt. Na gut, was soll's. Erstmal dem alten Hutständer hier das Leben gerettet. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Gute Arbeit und jetzt werden wir das erste Mal befördert vom Wüstenkaff nach Chicago. So, und Pizzabomber, wie hier zu sehen, ist unser neuer Partner, Stan the Man. So you're the super cop who's got the cartel's underwear in a pinch? I'm Stan. Unsere Nummer 1 bei Chicago Narcotics. Und auch hier wird es wieder drei Missionen geben, die wir zu bewältigen haben. Die wir hier sehen. The Big City, Chicago. Los geht's. Airborne Special Unit 1. Intelligence advises cartel gunmen may be expecting you. Be careful. Let's take them! Keine Ahnung, wo wir sind, was unsere Mission ist, aber Stan hat schon gesagt, wir ballern einfach alles ab. Sieht aus wie ein Kraftwerk und auch hier sieht man deutlich die schwache Video- und Komprimierungsqualität des PC-Codex, wenn man sich zum Beispiel die rötlichen Lichter hier ansieht. Aber wie gesagt, man musste da als PC-Spieler einiges hinnehmen, weil einfach die Leistung der Rechenmaschinen noch nicht ausreichend war. So, die nächste Zufallssequenz, die schon deutlich schwieriger ist als die vorherige. Hier braucht man wirklich schon ein schnelles Auge und schnelle Reflexe, sonst stirbt man schneller als einem lieb ist.
Aus dem Weg, Brunhilde, ist das denn die Möglichkeit? Bin ich hier beim Finanzamt oder was? So, die Perücke noch erledigt. Und schon wieder. Komm, Dampf ab. So, das war's. Jo, nur dann auf zum Gerichtssaal, würde ich sagen, die nächste Mission. Just got the call. The cartel's holding hostages in the courthouse. Hopefully they're all lawyers. Schwitzen die Treppe hoch und sagt Diggi, aber immer noch einen coolen Spruch auf den Lippen. So, und die Sequenz hier ist einfach unfair, wenn man sie nicht vorher auswendig gelernt hat. So, weg mit der Kampflesbe, dann das Heinzelmännchen aus der letzten Reihe, nicht vom Zivilisten ablenken lassen und den guten Tex-Mex erledigen. Sayonara Sledgehammer, Latino Pferdeschwänzchen, Lockenbubi und der Richter spricht das Urteil. Guilty. Schuldig. Pfeife in Strumpfhose abknallen, bevor er seine Koksladung nach Hause bringt. Die obligatorische Nutte darf nicht fehlen und dann noch den Rest dieser Hobby-Paintball erledigen. Und dann ist auch diese Mission geschafft. Was wir jetzt noch zu tun haben, ist der Gefängnisausbruch im Partybus. Und hier dürfen wir ein bisschen Whack-A-Mole spielen, denn die Typen heben freundlich nach der Reihe ihr Köpfchen und schauen zum Fenster raus. Ganz schön blöd, die Jungs. Hätten sie Hirn, würden sie einfach alle auf einmal ballern. Die Blaumänner übrigens verschonen, das sind Diener der Gerechtigkeit, die als Geiseln genommen wurden. Also es geht jetzt noch eine Zeit lang so, sollte kein Problem sein. Er macht Tiefflug und den Mord des Busfahrers kann man leider nicht verhindern. Und es folgt der nächste todesmutige Vehicle Special Effect. Ronan kann nach Hause gehen, mein Freund. Und das war's dann auch schon für Abschnitt Nummer 2. Die letzten Junkies werden dingfest gemacht. You're good. Very good. The director says to buy the fat man a hot dog, pack your bags, and head for the border. Chicago's your kind of town, partner. Welcome to the border. Call me Sam. Hope you're good with a gun, because it's really hot down here. Pick an assignment and let's see what you got. Endlich ein bisschen Beach-Spaß mit Sexy Sam. Wir dürfen jetzt für die Grenzkontrolle unser Leben in Gefahr bringen. Welch eine Ehre. Auf zur Fahrt mit dem Drogenschiff. Weh, da geht keine fette Party ab. Kommt der freche Hund einfach aus dem Klo, was? Mr. T, bist du's? Es ist Mr. T. Gottes Willen, schei doch nicht so, Kollege. Sam lässt sie auch mal blicken und schickt uns natürlich prompt vor. Und den Abschnitt finde ich total cool. Ich kann nicht sagen warum, hat so eine gewisse Dynamik auf jeden Fall und unterlegt mit der actionreichen Musi. Macht schon was her, Leute. Ordentliche Action. Aber getan, Lockenkopf wieder da. Das hier eine recht schwere Sequenz, wenn man sie die ersten paar Mal spielt. Auch hier muss man ganz schön schnell mit dem Triggerfinger sein. Mit seiner Maus. Und nerven der Zivilist hier. Genau der. Aber gleich sollte man fertig sein. Schöner Fluchkollege. Lassen wir ihn noch absüffeln hier. Cartel smuggling drugs on that houseboat. I got a rocket launcher that says, watch this. Und klar, Sam ist jetzt wieder zur Stelle, wenn es darum geht, die ganz dicken Teile zu bedienen. Das hat sie drauf. Wie man sieht, da explodiert der standfeste Boden im Nu. Der Phallus-Symbolik folgt ein Lehrstück Michael Bayscher Schule. Very. Nicht schlecht, die Damen und Herren. Nicht schlecht. So, nun, endlich auf zur Beachparty mit Sam. Das haben wir uns auch verdient, würde ich sagen. Grab your piece and let's shop till they drop. Dieses Fahrgestell, Alter, sie kann Scheiße labern, was sie will, es macht überhaupt nichts. Wie, die Beachparty ist schon vorbei?
Okay, naja, das war's dann auch wohl mit dem Frischfleisch. Egal. Räumen wir noch den Rest auf, denn das macht Spaß, wie wir wissen. Tittenmaus auf 12. Und der Hippie hat doch bestimmt keine Waffenlizenz, oder? Er geht erstmal baden. Naja, wenigstens Sam gefällt's. Ist ja schon mal was. Und kein Abschnitt ohne den obligatorischen Autostunt. Da haben die Produzenten mal wieder die billigste Mistkalf vom Schrottplatz geholt zum Versenken. Und ja, das grüne Geblubber sah auch schon am Automaten scheiße aus. Gottchen, Opa mit Hut, kein Wunder, dass die Karre im Tümpel gelandet ist. Komm, geh baden, Junge. Und hier, meine Freunde, die romantische Nussknackerklippe im Abendlicht. Aber nicht zu unterschätzen. Drei Bösewichte an der Zahl und dann sind wir fertig. So, eine Mission haben wir noch. Das heißt, wir müssen die gute Sam leider bald schon wieder verlassen. Und jetzt brauchen wir anscheinend überhaupt keine Vorgeschichte mehr. Wir ballern einfach drauf los. Nur Weicher, wir brauchen einen Grund zum Schießen, oder? Aber ich muss gestehen, das ist eine meiner Lieblingsmissionen. Die ist so richtig temporeich und actiongeladen. Nicht schlecht ist auch die Gegner in der Waldzahl gleich im zweiten Teil. Da geht die Pumpe, das macht Gaudi. Und der freundliche Herr am Boot, der verheddert sich in Omis Unterwäsche, die zum Trocknen aushängt. Was für ein Tollpatsch. Das meinte ich, das ist eine grandiose Fließbandabfertigung. Und schau dir den netten Haufen an. Ich glaube, Sam ist stolz auf uns. So stolz, dass sie uns gleich zum Todeskommando nach Südamerika befördert. Ironisches Yay. The director says to kiss the lady goodbye. Oh, you kiss the lady goodbye. You're going south. South America, that is. Und wieso sitzen da so viele heiße Babes? The name's Nick. Here in South America, if the heat don't get you, the cartel will. Und wer es noch nicht gemerkt hat, das ist Nick, der geilste Badass-Motherfucker unter der Sonne Südamerikas. Willkommen an der Wurzel, allen Übels, irgendwo im Herzen Kolumbiens oder sonst wo im Dschungel. Und ja, auf zum Flughafen. They don't just smuggle dope, they lose your luggage. Let's ground them. Nicky, 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 fahr doch schon mal den Flieger vor. Meine Herren, die Vögel fliegen heute ganz schön tief. Und da ist noch so ein Spatz im Sturzflug. Ich frag mich, was die ganzen Hippies hier im Bundeswehrkostüm wollen. Doch nicht etwa nach Drogenschmuggel? So ja nicht, ne? Ach Gott im Himmel, es nimmt überhaupt kein Ende. Diese Theatraliker. Und Michael Bay sagt, es bedarf keinen Grund für eine Explosion. Und so sollte es sein. Und am besten gleich zweimal. Nun folgt eine meiner absoluten Hass-Szenen. Ich weiß nicht warum, aber ich mag sie einfach nicht. Nicky, Nicky, der Typ steht wirklich nur im Weg rum. Meine Fresse, lass mich doch mal in Ruhe meine Arbeit machen, du Staudenbrunzer. Unglaublich, der Kerl. So, auch der Flughafen ist wieder sicher, das heißt, jeder kann sorgenlos nach Malle. So Leute, und jetzt mal Drogen bei die Fische, auf zur Villa des Oberdealers und mal ordentlich durchgeblasen, das Etablissement, ne? Oh, Dancer in the Dark, mein Lieblingsfilm. Die Vorstellung heute sogar mit 3D-Brille oder sollte Night Vision sein? Auch wieder eine nicht ganz einfache Zufallssequenz. Auch hier muss man ordentlich schnell sein, gute Reflexe beweisen. Wir kommen ja langsam zum Ende des Spiels, also da zieht die Difficulty jetzt trotzdem nochmal ein bisschen an. Schreihals auf dem Balkon und die letzten Jungs noch erledigt. I hope we're dressed for this party. Klopf, klopf, ich bin's. Ich wisch mir sogar die Schuhe ab, aber das Blut muss dann jemand anders aufwischen, Leute, ne? So nicht, ne? Historisches Weibchen, die Tausendste. Butler Jeffrey hier finde ich einfach köstlich, ne? Großartig. You want Lopez in there, under it! Hey, cabrón, I didn't know you was here. Come on in, mango! Ach, Lopez, Freundle, da musst du schon früher aufstehen mit deinen Äffchen. Oh,
bin ich auf der Brotsuppe dahergeschwommen. Oh no, my new couch. I can't believe. Okay, all right. Clear. So that's it. Clear. Better go. We're done now. Thank you very much. Turn around. Turn around. Face it. Better careful. Face the wall. Turn around. All right. Here we go. Und das war's mit ihm. Ciao, Bebe. Letzte Mission. Der Markt. A nice friendly village, no? Vámonos. Was willst du? Und ich frage mich, was das weibliche Anhängsel für unseren Nicky eigentlich immer soll, ne? Ist das bestimmt die heimliche zweite Schwester von Penelope Cruz? Der nervöse Typ hier mit einem dicken Melonen im Vordergrund, ne? Er sucht anscheinend auch Waldo. Und Achtung, jetzt kommt gleich ein dummes Huhn geflogen. Also nicht er, sondern das hier. Meiner Meinung nach ja der geilste Effekt im ganzen Spiel. Ja, ja, ich darf mal wieder die Drecksarbeit machen, während er seine Ersatz-Penelope flachlegt, ne? Mann, Mann, Mann. Tschüss. Ach, diese Action-Slow-Mos. Ich liebe sie. Und nochmal einen kleinen Bait-Auswerfer zum Schluss, würde ich sagen, ne? Bam. Und das hier wirklich mit Abstand der schwerste Screen des Spiels. Erwachsene Elite-Drogenfahnder aus aller Welt haben hier schon Wein die Segel gestrichen und das nächste Flugticket nach Hause geordert. Was lernen wir mal wieder? Mit Feuer spielt man nicht, Freunde. So, alle Dorfbewohner niedergeballert, also auf in den Dschungel, die letzten Streuner erledigt. Bitte was? Kommt Leute, es nützt euch doch nichts, euch hinter euren Onanierbüschchen zu verstecken. Ich krieg euch alle. So. Das okay? Das Go. You made it this far, you know what to do. Do it. Do it. Penelope darf auch endlich mal was sagen. Ihr großer Einsatz, 70 Euro Gage, Statistenrolle. Und was soll ich sagen? Hier das große Finale. Wir nehmen das fette Drogenlabor auseinander, so wie es das sein muss. Braun-grüner Brei. Na, seid ehrlich, würdet ihr alle Gegner finden? Hat sie Osama Bin Laden also versteckt, zusammen mit Dr. Doolittle. Und der letzte Gegner, das war's. Hey, wo ist Penelope? Verdammte Scheiße, Nick, du Bastard! Hat sie einfach in der Explosion zurückgelassen. Bevor sie die Chance hatte, ihre 70 Euro auszugeben. Zack, peng, pow! Weg sind sie ganzen Drogen. Mann, was für ein Knall. Ich bin hin und weg. Winners don't use drugs. Good game, player. Hier der grüne Daumen. Bis zur nächsten Folge.